Julia von Hahn, 22, unverheiratet, keine Kinder. Wahrscheinlich hat sie gestern Nacht noch Besuch gehabt. Von jemandem, den sie gekannt hat? Also wir haben zumindest keine Einbruchspuren gefunden. Wenn sie dem Mörder freiwillig die Tür geöffnet hat, wusste sie offensichtlich nicht, dass er sie töten wollte. Ist das echt? Ja, wir haben Stichproben gemacht. Was ist denn das? Eine Million? Vermutlich sogar ein bisschen mehr. Warum hat denn der Täter das nicht mitgenommen? Das ist ihre Mutter. Sie hat die Leiche heute früh hier gefunden und dann die Polizei gerufen. Echt, das ist die Mutter? Ich habe gedacht, das ist die Schwester. Als die Kollegen hier eingetroffen sind, hat sie heulend ihre tote Tochter umarmt und sie mussten sie zu zweit von der Leiche runterziehen. Bring sie mal raus. Jetzt muss ich das hier nicht länger ansehen. Die Scherben des Glastisches haben ihre Halsschlagader sofort durchtrennt. Sie ist mit hoher Wahrscheinlichkeit gestoßen worden, hat noch versucht, sich mit den Händen zu schützen, ist dann aber ziemlich schnell verblutet. Hier kostet der Quadratmeter mehr als meine gesamte Monatsmiete. Julia war übrigens schwanger, das haben wir auf dem Tisch gefunden. Sono wurde vor 9 Wochen gemacht und zeigt einen Embryo in der 6. Woche. Also müsste sie bald im 4. Monat gewesen sein. Moment. Vielleicht war sie so eine Art Edelkeule. Lebt sie hier allein? Laut Mietvertrag schon. Wenn sie seit 9 Wochen weiß, dass sie schwanger ist, wozu brauchst du denn so einen Test? Die Mutter will nicht gehen. Sie sagt, sie will ihre Tochter jetzt nicht alleine lassen. Was mache ich mit ihm hier? Also, ihr gehört er nicht, er gehört dem Opfer. Ja, was schaust du mich so an? Ja, ich kann ihn nicht nehmen, ich bin Allergiker. Meine Vermieterin verbietet Haustiere. Ja, vielleicht kann die Mutter sich ja darum kümmern, bis sich ein neuer Besitzer findet. Ist sie vernehmungsfähig? Du kannst es probieren. Schumann, LKA. Mein Beileid, Frau von Hahn. Ich weiß, es muss furchtbar sein für Sie. Aber darf ich Ihnen trotzdem ein paar Fragen stellen? Wie ist Ihre Tochter an so viel Geld gekommen? Ich weiß es nicht. Ist das Ihr Freund? Ihr Verlobter. Der Vater des Babys. Es gibt kein Baby. Julia hat sich die ganze Geschichte nur ausgedacht, um Artyom eng an sich zu binden. Artyom. Das ist Artyom. Hey, 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 hey. Du hast ihn genommen, du Dreckschwein! Was ist hier los? Dies ist die Wohnung von Herrn Sorokin, er ist der Besitzer. Frau von Harden ist seine Verlobte und die Mieterin. Woher wissen Sie überhaupt, was hier passiert ist? Natürlich einer. Das Pakoina hier. Ich möchte mich von meinem Kind verabschieden. Mach dich nicht lächerlich. Du weißt genau, dass dieses Kind heilbar. Beruhigen Sie sich, ja? Ich kann auch von einem Lügen. Zucker! So. Bringen Sie raus. Bringen Sie raus. Sackkreuz! Schluss! Ich stelle hiermit im Namen von Herrn Sorokin einen Antrag auf das gesamte Barvermögen, das Sie in der Wohnung seiner Verlobten gefunden haben.
Herr Sorokin hat der Frau von Harden das Geld zeitlebens anvertraut und hätte es gerne jetzt wieder zurück. Zeitlebens? Wofür hat er sie denn anvertraut? Hochzeit, Kind, Immobilien. Alles im Bar. Herr Sorokin hat das Geld bei einem High-Roller-Pokerturnier gewonnen. In diesem Sport sind solche Beträge ganz normal. Das Geld ist beschlagnahmt. Allein, dass Sie beide davon wissen, macht Sie schon dringend tatverdächtig. Wann haben Sie Julia das letzte Mal gesehen? Ja, Tschüss. Sind Sie sein Anwalt? Zeigen Sie mir mal Ihre Zulassung. Ich bin sein Berater. Erstes Staatsexamen. Gut, dann kommen Sie wieder, wenn Sie das zweite auch haben. Ich habe Julia vor 3 Tagen zum letzten Mal gesehen. Wir waren Abendessen. Und gestern kam sie nicht. Da waren Sie auch verabredet. Wo denn? Bei mir zu Hause. Waren Sie allein? Was glauben Sie? Wir wollten vor der Geburt noch heiraten. Alles war vorbereitet. Ihre zukünftige Schwiegermutter scheint sich ja darauf nicht besonders gefreut zu haben. Für Sie bin ich nur der Mann, vor dem Sie Ihre Tochter immer gewarnt hat. Sobald Sie wissen, wer ihr das angetan hat, sagen Sie es mir und dann garantiere ich Ihnen, dass so etwas nie wieder passiert. Hören Sie auf, hier den Rächer zu spielen. Wenn Sie noch einmal am Tatort auftauchen, dann lasse ich Sie festnehmen. Haben Sie mich verstanden? Sie verlassen die Stadt nicht und stehen jederzeit für weitere Fragen zur Verfügung. Wie kann ich Sie finden? Es gibt keinen Dresscode. Die Kollegen werden noch ihre Personalien aufnehmen. Woher kennst du diesen Sorokin? Ja, ich war bei einer Suko, die gegen ihn ermittelt hat, bevor ich bei dir gelandet bin. Er hat sein Vermögen mit Glücksspiel und Wettbetrug gemacht. Soweit ich weiß, betreibt er Clubs, Bars, Pfandleihen, sogar ein Casino. Und er besitzt eben auch Immobilien wie diese hier. Hier, schau mal, das ist seine Ex, Ivanka Markov. Hat früher als Model gearbeitet. Bis Sorokin ihr das Gesicht zerschnitten hat. Das sind die Observationsfotos von damals. Kümmerst du dich bitte um den Hund? Ich fahr aufs Präsidium. Bruno! Sie will ihn nicht haben. Soll ich ihn ins Tierheim bringen? Julia von Harden lebte erst seit 3 Jahren in Berlin. Vorher ist sie mit ihrer Mutter fast jedes Jahr umgezogen. Hamburg, München, Stuttgart, Kassel. Berlin war also neuer Rekord, was die Verweildauer betrifft. Könnte damit zusammenhängen, dass Katharina von Harden hier eine vor dem Konkurs stehende Sonnenstudio-Kette übernommen hat. Das Lady Sun. Das von im Namen ist übrigens später dazu gekommen. Hat sich Katharina wahrscheinlich gekauft und Julia hat es dann übernommen. Was mit Julias Vater? Unbekannt. Katharina hat ihre Tochter allein großgezogen. Also war ihre Mutter die einzige Bezugsperson in ihrem Leben. 2 Frauen gegen den Rest der Welt. Was die Mutter behauptet hat, könnte stimmen. Dieser Mutterpass, den wir in Julias Wohnung gefunden haben, ist eine Fälschung. Und diese Ultraschallbilder sind aus dem Internet. Wäre auch nicht das erste Mal, dass Julia eine Schwangerschaft inszeniert hat. Vor 3 Jahren hat sie sich auf die Art fast 8.000 Euro erschlichen. Geld für Schwangerenbekleidung, Babyerstausstattung, das volle Programm. Sie hat das Geld tatsächlich auch nie zurückgezahlt. Ja, aber zwischen 8.000 Euro Unterstützungsbetrug und den 1,3 Millionen, die neben ihrer Leiche gefunden wurden, ist doch noch ein kleiner Unterschied. Ja, Jan, was gibt's? Was? Okay, ich komme sofort. In Julias Wohnung wurde noch viel mehr Geld gefunden. Falschgeld. Besorgst du ein bisschen Hundefutter? Hast du Geld? Kannst du es auslegen, bitte? Wie viel ist das?
Ungefähr 10 Millionen. Wieso versteckt eine 22-Jährige 10 Millionen Euro Falschgeld in ihrem Schlafzimmerschrank? Ja, und in so mieser Qualität, dass du damit nicht mal im Supermarkt einkaufen kannst. Einziger Zeuge. Aber du redest ja nicht mit mir. Meinst du, sie hat das wirklich alles freiwillig gemacht? Der Link auf Julias Computer, der führte in eine verschlüsselte Cloud, wo 30 weitere dieser Videos abgespeichert waren. Die Videos habe ich mit den Chatverläufen auf ihrem Handy verglichen und konnte ein paar der Männer identifizieren. Das älteste Video ist 3 Jahre alt und zeigt sie mit einem gewissen Kaspar Bergmann. Auf dem jüngsten vergnügt sie sich mit Sorokin. Und dazwischen... Lass mich raten. Mit Ausnahme von Sorokin waren alle Männer zum Zeitpunkt der Aufnahme verheiratet? Volltreffer. Auffällig ist, dass sie sich mit dem Kaspar Bergmann, also dem aus dem allerersten Video, hat sie sich öfter getroffen, während sie alle anderen Männer nur genau 2-mal getroffen hat. Wir haben auch mehrere Zahlungseingänge von dem Bergmann auf Julias Konto festgestellt. Geld spielt für den keine Rolle. Den gehört Buckfast, diese Bäckerei-Discount-Kette. Wann hat sie Bergmann zum letzten Mal gesehen? Vor genau 3 Wochen. Wie ist das passiert? Das wissen wir noch nicht. Und es ist sicher Julia? Sie wurde von ihrer Mutter identifiziert. Herr Bergmann, Sie haben Julia vor 3 Jahren kennengelernt, als sie gerade nach Berlin gezogen war. Ja. Und Sie selbst waren damals noch verheiratet, ist das richtig? Ich weiß, was Sie jetzt denken, aber das mit Julia war wirklich anders. Stimmt. Sie hat sie bei ihrem Seitensprung heimlich auf Video gefilmt und hinterher damit 5.000 Euro aus ihnen rausgepresst. 2 Monate später ist sie dann wieder aufgetaucht. Angeblich schwanger. Und hat weitere 10.000 Euro von Ihnen gefordert. Sie haben wieder gezahlt. Ja, wollte mich heiraten. Haben Sie sich deswegen von Ihrer Frau getrennt? Haben Sie noch nie das Gefühl gehabt, dass Ihr Leben schon vorbei ist? Dass alle Entscheidungen schon gefällt sind? Und dass da nichts mehr kommt? Keine Wendung, keine Überraschung, nichts? Julia hatte wirklich das Talent, sich in einen hineinzuversetzen. Genau zu wissen, was man sich wünscht. Ich hatte es mir zu gemütlich gemacht mit Buckfast, meiner Frau und den Kindern. Aber dann kam Julia und sie hat mir gezeigt, dass wirklich immer alles geht. Sie hat mir geholfen, aus dem Alltag auszubrechen, mich endlich wieder lebendig zu fühlen. Ich kam mir vor wie eine lebende Leiche. Und die Hochzeit wurde immer weiter rausgeschoben. Erstmal haben Sie im April wieder 6.000 Euro überwiesen. Julias Ex-Freund hat Schulden auf Ihren Namen gemacht. Dann wenige Monate später noch mal 10.000. Julia ist auf dem Heimweg von der Bank überfallen worden. Und dann noch mal 12.000 Euro im Dezember. Herr Bergmann, Julia hat über 50.000 Euro aus Ihnen rausgequetscht.
Ist Ihnen da nie der Gedanke gekommen, dass sie nur ihr Spiel mit Ihnen treibt? Es ist mir scheißegal, was das alles gekostet hat. Es war mir im Grunde jeden einzelnen Cent wert. Verstehen Sie das? Aber irgendwann hat es Ihnen dann doch gedämmert. Ja. Dass du ja mehrere Männer mit dieser Erstsex dann Babynummer abgezockt hat. Ja. Wie sind Sie denn da drauf gekommen? Julia hat's mir erzählt. Bitte? Julia und ich haben uns vor 3 Wochen getroffen. Da hat sie mir erklärt, dass sie mich mehrfach betrogen hat. Zigfach. Und dass es ihr leid tut. Aber sie ist dazu gezwungen worden. Von wem? Von ihrem Vater. Er hat einen Mordanschlag überlebt. Und jetzt sucht er mit allen Mitteln nach den Leuten, die seinen Tod wollten. Und um sich von ihrem rachsüchtigen Vater loszueisen, hat Julia sie ein letztes Mal um Geld gebeten. Ein allerletztes Mal. Um dann endlich mit ihnen gemeinsam vor den Traualtar zu treten. Ich wusste doch gleich, dass diese von Harden-Ladies mir irgendwie bekannt vorkommen. Katharina von Harden war in den letzten 3 Jahren 2-mal verheiratet. Mit schwerreichen Männern. Der erste irgend so ein Reeder in Hamburg, der zweite der Sohn eines Hotelgiganten. Die Klatschpresse immer dabei. Keine der beiden Ehen hat lange gehalten. Das heißt, Katharina von Harden hätte bei den Scheidungen mehr als 1 Million Euro verdient. Puh. Der Scheidungsgrund war in beiden Fällen derselbe. Nach der Hochzeit erwischt Katharina von Harden ihren Ehemann im Bett mit einer anderen Frau. Julia. Tja, waren meine Klatschmagazine doch mal für was gut. Und ich bekomme noch 30 Euro von dir. Wofür? Schälchen, Futter. 30 Euro? Ja. Ciao. Hallo. Schumann, LKA. Sind Sie privat oder beruflich hier? 3-mal dürfen Sie raten. Naja, so ein bisschen Bräune können Sie schon gebrauchen. Wollen Sie mir was abgeben? Ist Ihre Chefin da? Nee, aber ich kann Ihnen eine Karte geben von Ihrem Hotel, wenn Sie sie erreichen wollen. Würde ich mich vielleicht kurz mal in Ihrem Büro umsehen? Dann muss ich aber zuerst Katharina anrufen. Ich glaube, Ihre Chefin hat momentan genug damit zu tun, den Tod ihrer Tochter zu verarbeiten. Sie werden keine Schwierigkeiten bekommen. Das verspreche ich Ihnen. Notfalls reiche ich einen Durchsuchungsbeschluss nach. Bitte. Sie können mir dabei helfen, herauszufinden, wer das Katharinas Tochter angetan hat. Wissen Sie, wo der Schlüssel ist? Nee. Ich kriege wirklich keinen Ärger dafür. Ich kläre das später mit Ihrer Chefin persönlich.
Guten Abend. Guten Abend. Schumann, LKA. Ich würde gern zu Frau von Hahn. Moment bitte. Frau von Hahn, die Rezeption. Frau von Hahn? Ja? Ihr Besuch ist da. Leben Sie immer in Hotels? In einer Mietwohnung zu leben, würde mich krank machen. Ich hasse es, mich festzulegen. Ich muss immer gehen können, wenn es mir woanders besser gefällt. Und Ihnen der Boden unter den Füßen zu heiß wird? Frau von Herden, ich weiß, dass Sie gemeinsam mit Julia den Männern das Geld aus der Tasche gezogen haben. Sie haben verheiratete, wohlhabende und sexuell frustrierte Männer ausgespäht und Julia hat sie dann zu einem Seitensprung verführt. Das Talent hatte sie von mir. Sie haben ihre eigene Tochter prostituiert. Sie haben sie sogar zweimal auf ihre Ehemänner angesetzt. Schwachsinn. Julia hat es geliebt. Die Nummer mit dem falschen Bauch war sogar ihre Idee. Wann haben Sie damit angefangen? Als Julia 14 war? Mit 15? 16? Sie wissen gar nichts über mich. Ich weiß, dass Sorokin ihr nächstes Opfer werden sollte. Oder nicht? Julia hat ihre übliche Masche abgezogen. Erst Sex, dann Baby. War sie wirklich nur auf Sorokins Geld aus? Sie wollte ja unbedingt nach den Sternen greifen. Kann ich mich frisch machen? Sie beide waren eher Freundin als Mutter und Tochter, oder? Wir haben jede freie Minute miteinander verbracht. Wir hatten ja nur uns. Ich war damals 14, als ich von zu Hause abgehauen bin. Meine Mutter hat sich einen Scheißdreck für mich interessiert. Und mein Vater. Sagen wir so, er war die Sorte Mensch, den sie hinterherjagen, um sie für immer wegzusperren. Musste ja irgendwie Geld verdienen. Also habe ich die einzige Sache verkauft, die ich immer bei mir hatte. Die mir niemand wegnehmen konnte. Mit 16 bin ich dann selbst schwanger geworden. Natürlich hätte ich abtreiben können. Aber ich wollte Julia. Ich wollte es besser machen. Immer für sie da sein. Ihr ein anderes Leben bieten, als meine Eltern es hier getan hatten. Alles, was ich je getan habe, habe ich für sie getan. Für Julia. Und wir haben uns immer nur das geholt, was uns zusteht. Die Männer erwarten nie, dass auch wir mal zurückschlagen können. Und wenn die Kerle nicht immer nur ihrem Schwanz das Denken überlassen würden, dann hätten sie auch nicht solche Probleme. Welche Probleme hatten Sie eigentlich mit Sorokin? Er bedroht mich. Warum? Er erwartet, dass ich ihm das Geld ersetze, das bei Julia gefunden wurde.
Brauchen Sie Schutz? Wenn er erfährt, dass ich mit der Polizei kooperiere, dann macht ihn das nur noch wütender. Ich schaff das schon. Ich habe viel zu spät begriffen, wie gefährlich Sorokin wirklich ist. Sonst würde sie jetzt vielleicht noch leben. Julia war an einem Abend mit ihm verabredet, um ihm die Wahrheit über das falsche Baby zu sagen. Sie hätten die Finger von Sorokin lassen sollen. Er hat sein Geld nicht geerbt oder über Nacht mit dem Startup verdient. Danke für den Tipp. Zahlen bitte. 2 Moscow Mule, das macht 26. Haben Sie es nicht kleiner? Sorry. Machen Sie 30 draus. Da muss ich trotzdem alles Kleingeld aus meiner Kasse nehmen. Was macht das Bier? 3,50 Euro bitte. Schön, so. Danke. Bitte sehr. Ich gehe noch ins Camouflage. Mir den Frust von der Seele tanzen. Wie sieht's aus? Kommen Sie mit? Na gut. Gute Nacht, Herr Schumann. Was macht das Jurastudium? Sehr gut, danke. Ich möchte Herrn Sorokin sprechen. Schumann, wir haben noch einen Platz frei. Der Buy-in ist 1.000 Euro. Spiele nicht. Wir alle spielen. Können wir hier irgendwo in Ruhe reden? Damit ich die besten Hände verpasse? Auf keinen Fall. Ich erhöhe auf 300. Dabei. Und ich habe keine Geheimnisse. Auf 500. Ich bin Spieler. Wir lügen nie. Komm raus. Dann haben Sie erfahren, dass Julia nur mit ihnen ins Bett gestiegen ist, um ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ich gehe all in. Bin ich dabei. Hellinge! Ah! Full House. Nicht schlecht. Schumann? Mann, hey, was soll das? Jetzt, wo es gerade spannend wird? Schuldest mir noch 5.000 Euro. Was schuld ich dir? Einen Scheiß schuld ich dir. Ja. Zieh mal den Haken, ne? Raus, komm. Raus. Draußen. Die Sache mit Julia lässt mich einfach nicht los. Sie hat mich wirklich geliebt. So naiv wirken Sie gar nicht.
am Anfang nicht ehrlich zu mir. Aber die gemeinsame Zeit mit mir hat für sie alles verändert. Ich war der Mann, nach dem sie ihr Leben lang gesucht hat. Aber ihre Mutter, sie war dagegen. Irgendwann verlässt jeder Vogel das Nest. Vor allem, wenn es doch so hässlich und unbequem ist. Vielleicht wollte Julia sie das glauben lassen. Sie hat mir jeden Trick verraten, den sie mit ihrer Mutter begangen hat. Seit sie ein Kind war. Die verschwundene Mutter. Der falsche Lottogewinn. Der wertvolle Hund. Hat sie Ihnen von der Nummer mit dem falschen Baby erzählt? Und was sie mit den 10 Millionen Euro Falschgeld machen wollte, die in ihrem Schrank gefunden wurden? Sie haben ihrer Ex das Gesicht zerschnitten, weil sie keine Kinder von ihnen wollte. Sie hat mich verraten. Und als Julia ihnen gestanden hatte, dass das Baby in ihrem Bauch eine Lüge war, um an ihr Geld zu kommen? Was reden Sie da? Natürlich war sie schwanger. Ich habe das Ultraschallbild gesehen. Das war eine Fälschung. Wundert Sie das? Bei einer professionellen Betrügerin. Piotr, grüß dich, ob ich auf dich. Ob ich. Alles in Ordnung bei Ihnen? Sie haben Julia wirklich geliebt. Sie haben ihr geholfen, sich von ihrer Mutter zu lösen. Alles wirklich nur ein Trick? Auch das Baby? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Die Autopsie ist noch nicht abgeschlossen. Aber ich konnte es doch fühlen. Alles okay? Alles okay. Haben Sie eine Ahnung, wer das gewesen sein könnte? Ich habe viele Feinde. Noch mehr Neider. Das ist nur ein kleines Strohfeuer, das bald wieder löschen sein wird. Und wenn Sie keinen Haftbefehl vorliegen haben, dann gehen Sie mir jetzt aus den Augen. Ich habe Ihnen gerade das Leben gerettet. So, Gauschler. Alles in Ordnung? Hey, Bruno, was ist los? Er hat einen Anschlag auf Sorokin gegeben. Was? Ein Motorradfahrer hat auf ihn gefeuert. Ist die Fasanen runter, versucht's wahrscheinlich über den Kuder. Ich gebe sofort eine Fahndung raus. Sag mal, könnte das auch ein Ablenkungsmanöver sein? Von wem? Naja, jemand hat gerade einen Einbruch in Julias Wohnung gemeldet. Okay, ich übernehme das.
Polizei, keine Bewegung! Wir schießen! Ich kann Ihnen das alles erklären. Sind wir allein hier? Keiner Ihrer Kollegen? Was wollten Sie in Julias Wohnung? Ich glaube, dass Sie Beweise dafür gesucht haben, dass Julia Sie doch irgendwie geliebt hat. Irgendein Fetzen Wahrhaftigkeit, der Ihnen zeigt, dass Ihre Gefühle für Sie echt waren. Weil Sie es nicht ertragen können, dass Sie für eine Lüge alles weggeworfen haben. Ihre Familie, Ihre Frau, Ihre Kinder, alles. Ich wollte Sie noch mal sehen. Wen? Julia. Julia ist tot, Herr Bergmann. Ernsthaft? Das ist doch auch wieder nur irgend so ein Fake. Irgend so ein billiger Trick, um Idioten wie mir das Geld aus der Tasche zu ziehen. Sieht das aus wie ein Fake? Natürlich ist das ein Fake. Mensch, diese miese kleine Schlampe, die will uns alle an der Nase herumführen. Die Frau lebt. Kommen Sie mal mit. Los, kommen Sie mit. Was soll das jetzt? Wo bringen Sie mich hin? Ich werde mich über Sie beschweren. Sieht das aus wie ein Fake? Ob das aussieht wie ein Fake? Es tut mir leid. Ich hätte es nicht tun dürfen. Ohne, was machst du hier? Einigermaßen wegsteckt. Ich habe ihn ins Taxi gesetzt und den Kollegen Bescheid gegeben. Da du ja schon hier bist, kann ich mir den Anruf ersparen. Julia war doch schwanger. Ja, aber erst in der 7. Woche. Bruno, geh ins Bett. Ein bisschen Schlaf kann dir nicht schaden. Julia hat vor 4 Monaten damit angefangen, Sorokin in diese Geschichte mit dem Baby aufzutischen. 10 Wochen später ist sie dann tatsächlich schwanger. Ja, sie hat die Veränderung gespürt, als ich diesen Schwangerschaftstest gekauft. Und der bleibt unbenutzt, weil sie vorher umgebracht wird. Genau. Was war denn gestern mit dir und Bergmann? Dieser Bergmann, ich habe einfach die Beherrschung verloren. Warum wolltest du mich eigentlich sprechen? Es gab Auffälligkeiten in der Bilanz von Lady Sun.
In den ersten 2 Jahren, da haben die Läden keinen relevanten Umsatz gemacht. Und dann entwickeln sie sich plötzlich über Nacht zu einer Goldgrube. In den letzten 3 Monaten, da steigt der Umsatz raketenmäßig. Und wie viel genau? Allein im letzten Monat 700.000 Euro. Zeig mal her. Millionen Scheine. Alle echt. Da oben aus den Lüftungsschächten. Plus die 1,3 Millionen bei Julias Leiche. Passt zu den 10 Millionen Euro Falschgeld, die wir in ihrem Schrank gefunden haben. Fehlen nur 100.000. Irgendwelche Spuren von Katharina? Nein, bis jetzt nicht. Vielleicht hat sie den Braten gerochen und sich mit 100.000 aus dem Stab gemacht. Und die Millionen hier gelassen? Die Fahndung ist raus. Hoffentlich wird sie nicht weit kommen. Okay. Check trotzdem mal, ob sie noch im Hotel ist. Und wenn ja, bring sie mit aufs Präsidium. Ist schon erledigt. Die Kollegen sind unterwegs. Bin beeindruckt. Lassen Sie uns bitte einen Moment allein. Wo ist Katharina von Harden? Ich weiß nicht, wo sie ist. Ich habe sie schon 1000 Mal angerufen, aber es kommt immer nur die Mailbox. Ich habe die ganze Zeit gemerkt, dass was mit ihr nicht stimmt. Sie war völlig durch den Wind. Sie hatte vor irgendwas richtig Schiss. Ich glaube eher vor irgendwem. Wollte Sorokin das Falschgeld unterjubeln und sich mit Julia und dem echten Geld aus dem Staub machen. Aber Julia hatte sich wirklich in Sorokin verliebt. Und sie war auch tatsächlich von ihm schwanger. Sie wollte das Spiel ihrer Mutter endgültig beenden. Sie wollte ihn nicht mehr betrügen, sie wollte ihn heiraten. Für Katharina stand plötzlich alles auf der Kippe. Ihr Plan, mit den 10 Millionen zu verschwinden und irgendwo ein neues Leben anzufangen, der drohte zu scheitern. Also hat sie in ihrer Panik einen Teil des Geldes in eine Tasche gepackt, ist damit zu Julia gefahren, um sie davon abzubringen, Sorokin alles zu gestehen. Denn das hätte Katharinas sicheren Tod bedeutet. Sorokin hätte vielleicht Julia verziehen, aber niemals Katharina. Also kommt es zum Streit und sie stößt Julia in den Glastisch. Da scheint das Mutter-Tochter-Gespräch ziemlich aus dem Ruder gelaufen zu sein. So kann man es auch sagen. Ja? Danke. Der Durchsuchungsbeschluss für Sorokin. Verdammt. Katharina ist verschwunden, aber ihr Gepäck ist noch im Hotel. Los geht's. Doch mit. Der Stack geht auf mich. Als Dank für Ihre gestrige Heldentat. Die Blinds bitte. Erhöhe auf 300. Geh mit. Ich geh mit.
Wir haben ihre 10 Millionen gefunden. Das Geld, das ihre zukünftige Schwiegermutter für sie waschen sollte. Das einzig sichere am Glück ist, dass es sich ändert. Ich setze 1000. Geh mit. Die 10 Millionen, die Julia und ihre Mutter gegen Falschgeld austauschen wollten, um sich dann damit ins Ausland abzusetzen. Ich setze 2000. Ich gehe mit. Mach das mal durchaus. Sie haben davon gewusst. Als Julia noch gelebt hat, haben sie Katharina in Ruhe gelassen. Aber jetzt hat sie keinen Schutzengel mehr. Check. All in. Sie haben die Dame getroffen. Ich steige aus. Ich habe keine Dame. Hat geblättert. Ja. Wo ist Katharina? Greifen Sie nicht, dass diese Frau die ganze Zeit spielt! Wo ist sie? Ich weiß es nicht. Die Ironie an der Geschichte ist, ihr Gefühl war richtig. Julia war tatsächlich schwanger. Herr Sorokin, Sie sind vorläufig festgenommen wegen des dringenden Tatverdachts der Geldwäsche. Hat er angehalten im Gewerbegebiet am Teltow-Kanal. Die Person wurde entführt und ist mit zwei bewaffneten Tätern da drin.
Okay. Gut. Fertig machen zum Zugriff. Diese Alter sympathisch. Fünf! Stehen bleiben oder schieße! Ganz ruhig. Lassen Sie sie gehen, Sorokin. Runter mit der Waffe! Sag ihm, was du getan hast. Tabari! Katharina wusste, dass sie Julia wirklich lieben. Dass sie ihr niemals was tun wird. Sie hatte viel mehr Angst um ihr eigenes Leben. Halt die Fresse! Falls Julia ihnen alles beichten würde. Deswegen hat sie sich einen Teil des Geldes genommen und ist damit zu Julia gefahren. Sie wollte sie überreden, mit ihr zu fliehen. Aber Julia hatte sich längst entschieden. Sie hatte sich für sie entschieden. Für ein Leben mit ihnen. Es kam zum Streit. Julia ist einfach nur gestürzt. Es war ein Unfall. Achtung! It's been a long time, but now I'm coming back home. I've been working now, but oh, how I've been alone. But wait till I come back to your side. We'll forget the tears when we cry. Give your heart strong, hold on, I won't delay, oh, but wait, till I come back to your side, we'll forget about the tears. It's been a long time. Now I'm coming back home. I've been away now, but oh, wow, I've been alone.